Willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer saftigen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendos. Und jetzt erstmal eine kleine Info für euch da draußen. Die erste Folge, die habe ich auf dem PC gespielt. Das jetzt hier ist die PlayStation 5 Version. Denn ich hatte ja in Folge 1 gemeinsam mit Epic Games ein Placement. Habe ich ja am Anfang auch alles erwähnt. Nur das war die deutsche Version. Jetzt spielen wir die ungeschnittene Österreich Version. Und ja, da ist alles drin, ne? Aber ich verstehe immer noch nicht die Zensur in dem Spiel, weil auch die deutsche Version ist ultra blutig. Ihr könnt auch da richtig rumschlachten, rummetzeln, ohne Probleme. Nur, sobald die halt auf dem Boden liegen, ist Feierabend. Was halt irgendwie total sinnfrei ist. Es ist total sinnfrei, sind wir mal ehrlich. Ja? Also, du kannst den Zombies in jeder Weise auf die Fresse geben, aber eben nicht die, die auf dem Boden liegen. Du kannst sogar die Finisher machen und alles. Das ist alles drin in der geschnittenen Version. Also, meines Erachtens... Ey, ich habe keine Waffe mehr. Ich habe absolut keine Waffe mehr. Am Anfang ist das Spiel wirklich ziemlich übel, weil du nichts hast. Du hast just nichts. Through, out the garden gate, and Emma ja, hier gibt's ja gleich eine. Street. Hier gibt's ja gleich eine gute. Warte. Bam. Brauche ich sofort. Brauche ich sofort. So, dann die Heilung hier rein dudeln. Ey. Komm schon, du siehst total vergammelt aus. Wie lange liegst denn du schon hier rum? Ja, die Anfangswaffen, die man bekommt, wenn man Bruch landet, ne, die sind halt wirklich useless. Totally useless. Also ja, das ist die internationale Version. Ja, ich habe hier meine aus Österreich. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Aber ich verstehe die Zensur nicht so richtig bei diesem Spiel. Weil auch wenn du jetzt die Zombies auf dem Boden nicht mehr quasi berühren kannst, ist ja wirklich so, dass du sie nicht mehr berühren kannst. Sie liegen dann da, wie zum Beispiel hier das Stück Vase, ne? Also du kannst mit denen nicht mehr wirklich interagieren. Da passiert gar nichts. Du kannst sie weder bewegen, noch sonst irgendwas. Und ich verstehe halt nicht, warum bei so einem Spiel, das so derbe ist und für Erwachsene ist, ne, da dann nochmal so eine komische Zensur betrieben werden muss. Verstehe ich nicht. Also, geht mir nicht rein. Da verstehe ich es ja eher noch, wenn früher die Spiele keine Menschen mehr hatten, sondern Roboter und das Blut nicht rot war, sondern grün. Das verstehe ich noch eher, weil ich mir denke, ja gut, ihr habt das Spiel halt kaputt zensiert. Aber hier ist es halt so ganz, ganz merkwürdig. So als hätte man wirklich gesagt, ey, wenn wir nicht bald mal wieder ein Spiel schneiden, dann sind wir ja überflüssig. Dann haben wir ja keinen Job mehr. Wir sollten ganz schnell zusehen, dass wir mal wieder irgendein Spiel verstümmeln und vom Markt ziehen, ne? Weil sonst sind die Leute ja dort arbeitslos. So, wir sollen hier hin. Wir gehen aber erstmal noch dahin. Kann ich da rein? Bams. Oh. A present. For me. Kleines Geschenk. Wer hat denn schon so einen riesigen Vorschlaghammer in der Box, in der Sauna? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, this is too hot for me. Die Hitze macht ihm ganz schön zu schaffen. Ach ja, wir spielen natürlich jetzt hier einen anderen Speicherstand, aber wir haben natürlich wieder denselben Charakter gewählt und wir sind ungefähr an derselben Stelle, ne? Also ihr habt da nichts versäumt oder so, aber ich habe extra gewartet, um dann eine Konsolenversion zu spielen, die halt ungeschnitten ist. Fuck off! Oh, come on! Oh, Lady. Wollen Sie das wirklich tun? Ey, dieser Säbel ist echt geil. Riech an meinem Fuß. So. Verdammte Zombies. Keine Manieren, die Zombies von heute. Also ja, auch sowas geht's in der deutschen Version. Ne? Ihr habt's ja gesehen bei mir. Es ist alles drin. Es ist wirklich alles drin. Bisschen Bargeld. Oh, Alter, aber die Zombies, die haben auch Gummiarme, ne? Die kommen an dich ran, wenn sie wollen. Ich denke, richtig geil wird's halt erst, wenn man ein bisschen weiter ist, ne? Gelevelt ist, ein paar Fähigkeiten besitzt.
dann wird es richtig geil. Und in der deutschen Version, die Zombies despawnen auch nicht oder sowas. Na, also die bleiben auch liegen. Ja, auch hier in der ungeschnittenen Version ist es im Endeffekt kein Unterschied. Medikit, als hiermit. Energy. Sam B in the house. Boah, ich bin so gespannt, Sam B wiederzusehen. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter von Dead Island. Das ist mein absoluter Favorite. Obwohl ich auch Logan ganz gerne mochte damals. Auch den fand ich sehr, sehr geil. Kann man hier irgendwas looten? Weil dieses Baby hier hält leider nicht für immer. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Was ist denn? Habe ich den zweimal oder wie? Yo! Buddy! Ah, bis jetzt haben wir halt nur Schmutzwaffen. Bis jetzt haben wir nur Schmutzwaffen. Aber ich bin auch wirklich überrascht, wie gut dieses Spiel aussieht, trotz all seiner Schwierigkeiten. Und das ist eben bis jetzt, was ich so gespielt habe. Baker Family lässt grüßen. Ist es auch nicht irgendwie bugverseucht oder so? Also ich hatte bis jetzt noch nichts in meiner PC-Version. Es läuft erstaunlich rund. Ey! Alter! Munchikene ist nicht so dein Ding, was? Vibe? Die Geräusche! Yo! Wie sehen die denn alle so mitgenommen aus? Wo sind nur die wunderschönen, attraktiven Zombies? Weg. Gibt's nicht mehr. Darauf erstmal so ein Müsli-Riegel. Was habe ich hier? Treibgas habe ich gefunden. Koffer looten. Dead Island ohne Koffer looten. Geht das eigentlich? Ich glaube nicht. Nehmen wir mal den Hammer hier. Den dicken, fetten Hammer, du. Ach, guck mal, den haben wir auch. Genau den haben wir auch. Nur spielt damit mein Sohn und nicht der Hund. Erziehungstipps vom Profi. Ja, im Moment nehme ich erstmal alle Waffen mit. Ah. Da kommt auch so ein bisschen jetzt will ich Dying Light sagen. Dead Island 1 Vibe. Bisschen Urlaubsfeeling. Eine Batterie? Ey, Mädels. Alter, was ist mit der hier? Warte. Ich kann die Batterie da reinwerfen, dann habe ich Party oder was? Wow, Vorsicht. Oh, Alter, das Ding hat Reichweite. Ey, ich stehe voll unter Strom. Okay, Jiggle-Physik sind auch drin. Es jiggelt, meine Freunde. Es jiggelt. Tja, die verfressene Oberschicht bekommt hier richtig auf die Fresse, du. Okay, die Batterie da reinpfeffern ist ja nice. Ich bin so hyped auf die ganzen Kombo-Waffen. Ach ja, jemand hat mich unter Folge 1 korrigiert. Ey, in Dying Light konnte man doch... What? Ah, hier. Konnte man doch auch die Waffen reparieren. Was ist denn da los? Ja, aber nicht unendlich. Nicht unendlich. Irgendwann waren die Waffen ja durch. In Dying Light. God, get the Emmys. Help there. Klar konntest du die reparieren. Aber die hatten ja dann irgendwie 3 Reparaturen. Oder du konntest sie verbessern, dass sie noch eine Reparatur mehr haben und so. Aber... Irgendwann war Reparieren halt einfach durch. Haben wir die Entwickler auch so sich damals vorgestellt, dass man halt in Bewegung bleibt mit den Waffen und nicht immer nur dieselbe Waffe verwendet, sondern halt auch wirklich die enorme Vielzahl offline an Waffen nutzt. Aber guck mal, es sieht schick aus. Ja, es sieht echt schick aus, das Spiel. I remember a time when you could just leave the front door open. Mann, diese Villa hier ist ja wirklich ein Labyrinth, was man hier alles braucht. Okay, Moment, hier gibt's Hinweise. Was für Hinweise? Somewhere around here. Ein Magazin. Irgendwo hier gibt's einen Hinweis. Whatever. Medikit. Ist kein Hinweis, aber... Nehme ich.
Okay, hier ist Hinweise vorbei. Nur in diesem Bereich wird hingewiesen. Das ist eine fette Kiste. Wie komme ich denn da hin? Warte. Vielleicht muss ich irgendwie... Moin! Alter, die Bar, ne? Edel. Was für eine geile Bude. Hätte ich auch gerne. Bin neidisch. Muss ich zugeben. Ich bin absolut neidisch. Ja, hier oben waren wir ja schon. Ha, da unten ist eine Kiste, aber ich weiß noch nicht, wie ich rankomme. Schauen wir mal Hinweise. 75%. Irgendwo muss noch einer sein. Wo bist du, kleiner Hinweis? Oh. Boom. Hey, this is a nice kitchen. Ja. Ist okay. Von der Größe her nice, aber sonst ist okay. Kann ich das einschlagen? Nicht so, wie ich es will. So, gehen wir mal hier lang. Warte. Ah, hier geht was. Sicherungskasten. Ach so, das ist hier was ganz Besonderes. Die gibt es überall in L.A. zu finden. Und um an die richtig coolen Sachen zu kommen, brauche ich einen Sicherungskasten. Als ob er da nicht durchlangen kann. Yo! Ist doch in greifbarer Nähe. Bro. So. Sechs. Da fehlt eine. Boom. Who do you want to be? Keine Schimpfwörter. Alter, das Gesicht von dem Kollegen. Er hat eine fiese Maulsperre. Ich find's geil, dass das hier schon, der Stampfer schon direkt von Anfang an geht. Der Kollege hat eine richtig, richtig fiese Maulsperre. Who's out there? Jacob, bruv. From the crash. Oh, okay. Come in. Lessig? Oh, Mama, I feel like shit. Na, wenn ich so ein Haus sehe, fühle ich mich auch wie Kacke. I need to drive the big white bus. Gott, hätte ich gern so eine Bude. Just get it all out of me. Both ends. Obwohl ich mir denken würde... Out the ears, even anything. Was würde ich hier mitmachen, ne? So kleine Mini-Pools. Das sind ja auch nicht irgendwie für Fische. Das ist ja wirklich ein Pool. Wo du dich nur reinsetzen kannst. Das ist ja gerade mal knöchelhoch. Get in! It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that... Had a bit of a mare at the office, darling. Where's Tokuro? Get away from this house, you fool! Ray, what are you, devil? Joey, give me the gun! No! You have been bitten! You will turn, eat us, I know. I've seen it now. Get away! Drea, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun. Here. We're all happy now. Mine's a gin and cranberry. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means we'll turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Say something. Was I shot? Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey,
My fever's gone. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? We people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. I'm a good boy. Swear on my mum's grave. Bed by nine. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! Played, girl. Alright. Fertigkeiten. Überleben, der neue Karte verfügbar. Es gibt irgendwie diese Karten. Um eine Fähigkeitenkarte zu nutzen, muss sie zuerst für einen freigeschalteten Fähigkeitenslot ausgerüstet werden, den es in vier Ränge gibt. Die Slots werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Ein Slot kann jede Karte des passenden Ranges aufnehmen. Okay. Dieser erste Rang, die Fertigkeiten beinhalten deine wichtigsten Kampfaktionen. Sie werden automatisch ausgerüstet, wenn du sie in Storyquests freischaltest. Sieh mal, du hast eine deiner ersten Fertigkeiten schon freigeschaltet. Wenn du etwas Besseres findest, kannst du sie auch jederzeit austauschen. Du hast eine neue Überlebender-Fähigkeitsslot freigeschaltet. Wähle ihn aus, um deine erste Überlebender-Fähigkeiten-Karte auszurüsten. Überlebender-Fähigkeiten helfen dir, den Zombies länger standzuhalten. Schlechter-Fähigkeiten helfen dir beim Töten der Zombies. Und Numen-Fähigkeiten, tja, das wirst du noch herausfinden. Okay, es gibt zwei Numen. So, was haben wir denn hier? Serienkiller für Dani und Jacob. Stürze dich in einen grausamen Kreislauf des Todes. Töte einen Zombie, um einen kleinen Schadensboost zu erhalten. Klingt gut. Sicherheit geht vor. Stärke deine Verteidigung. Ein gut getimtes Block- oder Ausweichmanöver füllt Gesundheit auf. Alright, nehmen wir das hier mal mit. So, im Laufe des Spiels wirst du gewisse Vorlieben entwickeln, wenn es um das Töten von Zombies geht. Du solltest also möglichst viele Fähigkeiten freischalten und ausrüsten, um so zu deinem unverwechselbaren Stil zu finden. Okay, man kann die auch noch modifizieren, aber das kommt alles erst später. Ja, nice. Da draußen wird schon wieder rumgebrüllt. Cool. Was bist du? Nichts. Tomb of the Tiger Queen. Deep in the jungle. Lost in the past. Das ist ja eine Mörderbude. Das ist ja eine Mörderbude. Bin mal gespannt, wann wir ein bisschen was basteln dürfen. Treibgas. Wahrscheinlich, um Flammenwaffen zu machen, ne? Okay, zuhauen können wir nicht. Wir können also die Bude schon mal nicht auseinandernehmen, aber wir können ein bisschen was hier stribitzen. Ja, es ist halt wirklich Dead Island, ne? They're getting closer. What do we do? Let me go talk to them. Are you sure? Take the gun. Nah, you need it more than me. Oh my God! God! Help me. Let me open it. Okay. God! Give me. Give me 5 minutes. Ich mag den Typ. Ich mag den Typ. Okay, der ist erledigt. Verteidige das Haus. Alright, let's go. Dropkick. Ja, da kommen Erinnerungen. So. Vorschlaghammer ist lässig. Der hat auch mal ein bisschen mehr aus. Ich sag ja, diese Flugzeugwaffen, die waren Katastrophe. Alter, wer bist du? MC Hammer? Yo. Ich liebe es. Okay, jedes Mal, wenn ich hier so einen Dash mache. Alter, die Schadensmodelle und so. Das ist so gut alles. Bekomme ich ein bisschen Heilung. Aber dazu muss wahrscheinlich der Zombie... Ausdauer, Ausdauer. Ah, eben gerade. Eins. Cool. Zwei. Achso, das heilt sich über Zeit. Alright, verstehe.
Alter, die Augen und so. Crazy. Das nehme ich. Die Limo nehme ich auch. Und natürlich immer ein bisschen Fuel. Schließe das Tor. Alright. Natürlich. Die Sicherung. Wo kriege ich die? Wo kriege ich die? Jetzt kommt da noch eine Welle. Ja, geil. People going around pulling breakers. Now, if I were spare. Wahrscheinlich da unten drin. Sorry, Dude. Muss da mal durch. Promising. Okay, bleiben die alle liegen. Schusswaffen sollen jetzt auch irgendwie deutlich geiler sein. Wasserkanister aufheben. Was will ich mit einem Wasserkanister? Ach so, Ja, gut, klar. Mit Wasser kann man Feuer löschen. Wäre ich nie drauf gekommen, Bro. So, ist doch gut. Kleber. Kühlbox. Oh, da ist schon der geile Stuff drin. So, ihr Menschen des guten Geschmacks. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, unterstützen. Yada yada. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.